Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Fallout New Vega. Ja, wir müssen ein paar Leute organisieren, die mit uns zusammen gegen die Pulverbande kämpfen werden. Genau. So, der hat gesagt, wir sollen uns erstmal mit der Dingens unterhalten. Das ist die mit dem Hund. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Was brauchen Sie? Eine Ärztin. Oder auch nicht. Tschüss. Anscheinend doch nicht. Hätte sein können. Good Spring, hi. Prostituierte. Okay. Was brauchen Sie? Deine Schwester, Bis später. Ja, ihr seht alle gleich aus. Ja, super. So, auf jeden Fall haben wir den Ort ein bisschen aufgewertet mit solchen Mädels, oder? Ich denke schon. Wauzi, wo sind die Augen? Howdy. Ach, hau dich selber. Nein, hau die doch jetzt. Hallo, bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ja, wegen dieser Pulverbande hier. Ich muss nach Prim. Etwas knapp bei Kronen gibt es Arbeit. Was machen Sie hier? Nee, hier, Ringo, komm. Wir bleiben Sagen bei der Sie Sache. Nichts weiter. Ich bin dabei. Okay, das war ja einfach. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Okay. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Ja, ich auch. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Genau. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Doch. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ja, bestimmt. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Ach, und guck Chet mal. Hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die Ach, wir leihen guck. Könnten. Aha. Reden Sie mit ihm. Ich rede und mit ihm. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Okay, irgendeine Idee, wie ich Trudy dazu kriege? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Okay. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Na, haben wir. Und was ist mit Chet? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch falschen wollen. Okay. Und was ist mit dem Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Ja. Sie müssen ihm beweisen, dass sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit Ach, er welches rauskommt. Großer Gott. Was ist denn das für eine Riesenaufgabe, bis man hier... ich werde mal gucken. Ich werde warten. Und ich werde mal drüben das Radio ausmachen. Zwei unterschiedliche Musiken, ist ziemlich doof. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe einen super Plan. Trudy. Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen? Nein. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. Genau. Wir sind etwas in der Unterzahl gegen die Pulverbande, aber das können wir nicht machen. Beim Saloon und dem Laden könnte ich prima Hinterhalte legen. Das reicht wohl. Das machen wir. Hört sich nach einem guten Plan an. Siehste? Okay. Sie scheinen zu wissen, was Sie tun. Ja. Ich bin dabei. Siehste? Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann. Ja, mach das, mach das. Zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Natürlich. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Ja, das glaube ich auch. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf da draußen. Ja, wieso habe ich denn kein Licht an? So, ich muss doch das Licht anlassen hier. So, oder wird das automatisch ausgeschaltet, wenn ich draußen bin? Hallo? Hallo? Die hat schon wieder los mit der Husterei. Mein Gott, ey. Ja, achso, wir wollten ja nicht cheaten, ne? Hatten wir ja gesagt. Da muss ich mir hier nach den Klamotten gucken. So. Oh Gott, echt. Na, was haben wir denn hier? Das wollen wir ja nicht verkaufen, ne? So, Klebeband, Lederrüstung, leichte Lederrüstung, Metallrüstung, Prügeln aktuell. Karawanflinte, selbst ist der Mann eine Stammesüberfallrüstung. Ich glaube, Wert 180, aber die brauchen wir, glaube ich, nicht. Die packen wir mal hier rein.
So, Söldnergranatwerfer. Gut, also was wir haben, was wir benutzen, ja, das benutzen wir auch. Ne? Vorkriegsgeld, okay. Machen wir mal hier so. Und dann machen wir hier so. Und dann machen wir Kleidung und dann sehen wir, was wir haben. So. Gut, das haben wir ja jemand abgenommen. Das ist auf Wert 1 und 2. Siehst du, das passt dann schon. Okay, so. Wir wollten nur nicht diese 500 Kronkorken-Sachen direkt verkaufen. Ist leer. Okay, der Briefkasten ist leer. Gut so. Howdy, Leute. Howdy, howdy, Silver. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, dass hier ist natürlich alles still. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Im Flüchtlingslager Bitter Springs werden durch den Zustrom Heimatvertriebener die Rationen knapp. Aha. Offizielle Stellen der RNK bitten um Spenden. Natürlich. Ebenfalls in den Schlagzeilen. Ach, Sie sind's. Ja, ich bin's. Doc Mitchell hat sie wieder zusammengeflickt, ja, richtig? Ja, ich bin's. Hätte nicht gedacht, dass sie sein Haus je wieder verlassen. Ich bin's. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Ah, super. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Ah, da super. Ist jeder Kronkorken gut angelegt, ja, wenn Sie mich fragen. Gerne. Ja, wenn das, Sie etwas knapp bei Kasse sind, ja, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Was? Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Gut, zeigen Sie mal. Ich brauche Vorräte, um die Pulverbanditen zu kämpfen. Waffenmodifikation. Warum ist Überschussmunition minderwertig? Weil Überschuss ist. Ach, zeig mir mal dein Angebot. Natürlich doch. So, dann schauen wir mal. Was hast du denn hier? Guck mal, du hast hier. Ah, guck mal hier. Das sind doch schon mal Patronen, ne? Klar, die kaufen wir. Nummer 31, jawohl, die kaufen wir auch. Magnum. Die kaufen wir doch auch. 184 haben wir. Okay, panzerbrechend. 9 mm. Was haben wir überhaupt für Waffen? Wir haben die 9 mm. Und wir haben eine 10 mm. Ne? 9 mm Patronen. Hier, die kaufen wir doch auch. Ein Visier. Wie geil. 450 Deckel kriegt er schon. Ja, da müssen wir den ja gleich die Vertreterwoche. Ach komm. Aber das sind alles falsch und plus, aber das sind keine dauernden. Das sind keine dauernden Dingens. Na, ja, du weißt schon, was ich meine. Die für immer, ne? Sondern nur so für ein bisschen. Laserpistole, Kampfvisier. Boah. Munitionskisten, guck mal, was die noch alles hat, ey, boah. Ach du großer Gott, also du hast eine Menge Zeug, Schallgedämpft, Pistole, Schaufel, Schrauben, Stimpack, Zigaretten, okay. Ja, 450, jetzt müssen wir mir was geben. Wir haben hier einen Cocktail, wir haben einen super Baseballhandschuh, guck mal. Schon, ne? Hier Sherrybomben, wofür auch immer die gut sind. Für gar nichts, da steht nichts. Da verkaufen wir die. Und Kram brauchen wir auch nicht. So. Dann haben wir hier noch das Fernglas. Nee. Die Geckohaut. Guck mal hier. Haben wir noch 8 Stück. Die kriegst du auch alle. 400 noch. Okay. Hülsen, das ist alles nichts wert. Okay. Informatik intim. Kaliber 20 Patronen. Klebeband. Kleinkalibergewehr. Lederrüstung. Leichte Metallrüstung. Die werden wir sowieso. Guck mal, Bewegung minus 1. Die werden wir niemals anziehen. Weg damit. So. Das ist unser. Das ist natürlich. Ne, das ist unser. Samurai-Schwert, das werden wir natürlich nicht verkaufen. Die Eier können weg. Wahrscheinlich sind die für irgendwas zum Craften. Die können auch weg, alle. Bitteschön. 133 noch. Steel's Boy, guck mal, 54 ist der wert. Steinhartes Fallobst. Ja, brauchen wir nicht. Stimpaks.
Guck mal, Sunset Dingens. Da ist immer ein Kronkorken drauf. Und der bringt zwei. Pro Pulle. Aber einer ist nur drauf. Also da ist ein kriegen wir pro Pulle. Super Stimpex. Okay. Der Granatwerfer, Trostlosigkeitsgift. Was ist denn das? TP minus 15. So was haben wir, brauchen wir nicht. Ach komm. Nicht jetzt? Okay. Vorkriegsgeld. Das brauchen wir auch nicht. Da ist die Machete. Die können wir auch wegtun. Die brauchen wir nicht mehr. Wurfsperre. Ich glaube nicht, dass wir Wurfsperre benutzen. Oh, wir kriegen schon einen 50-Deckel. Nö. Ja, genau. Chromkorken halt. Dass ich Pistole. Nee. So nicht. Ja, dann würde ich sagen, akzeptieren wir das Ganze. Da kriegen noch ein bisschen was raus. Wie scheint es. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, aber jetzt pass auf, jetzt kommt der Beste. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Ja, aber du weißt ja. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Ja, nee, das meinst du nur. Ach Gott, falschen muss ich auf 25 bringen. Oh. Na gut. Genau. Lassen Sie mich einfach aus dem Spiel. Sonst noch was? Ja, ich muss Falschen auf 25 bringen. Das heißt, immer mit der Ruhe. Das heißt, ich muss ein Level-Up haben. Echt jetzt? Komm. Habe ich nicht irgendwas, was Falschen erhöht? Eine von diesen tollen Zeitschriften? Hilfsmittel. Partylöwe. Da, Falschen. Vertreterwoche. Zack. Danke. Hey, ich habe da nochmal eine Frage. Möchten Sie Vorräte kaufen? Eigentlich nicht, du wirst lachen, aber guck mal hier. Schon wieder? Ja. Wie gesagt, ich bin dagegen, dass man sich mit den Pulverbanditen anlegt. Ja, aber ich hab meine Vorräte sind nicht billig, wissen Sie? Ja, ja, 1000 Kronen. Aber ich habe ein tolles Heft gelesen. Und darum, dann lassen Sie die Stadt übernehmen, Ihr Geschäft schadet das ganz bestimmt nicht. So, jetzt sage ich das. Na gut, Sie haben mich überzeugt. So. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Siehste? Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Na, lohnt sich. Und ich werde währenddessen den Laden bewachen. Mein Geschäft muss für mich Priorität haben, natürlich. Wie Sie sicher verstehen. Ja, verstehe. So, guck mal, jetzt, das haben wir. Immer mit der Ruhe. Dafür war das doch gut. Na, das Licht war wieder ausgegangen. So, dafür war das Heft doch schon mal gut. So, jetzt müssen wir noch, Ach so, ja. Ja. Die reden so viel. Das ist ja mein Job. Verdammt. So, wir haben hier die 9mm Pistole. Genau. Und wir haben eine Modifikation gekauft. Genau. Darauf. Und fertig. So, und jetzt immer die Pistole. So. Ist nicht ganz so gut wie das. Aber man kann direkt. Ja, das sind wir. Das sind wir, der. Also bringt nicht viel, aber immerhin, ne? Immerhin, komm. Komm schon, du willst doch auch. So. Ja, auf jeden Fall. So, was war noch? Wir müssen noch zum Doktor. Ach, den Pit müssen wir noch. Wegen dem Dynamit. Pit? Mein Freund. Ich brauche der Dynamit. Pitchen. Hi, Pit. Du bist Lacher. Howdy. Howdy, Pit. Du hast ja nette Gesellschaft. Die wissen schon, warum sie sich zu dir setzen. Ich höre, Sie haben Dynamit. Das würde uns helfen, die Pulverbanditen zu besiegen. Ach Gott, was... Ach, was willst du über Jokob? Stinkt nach Ärger. Das ist hilfreich. Willkommen. Okay, also... was ist mit dem... Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Nein. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Ach komm, kann ich dich überreden? Sicher. Sprengstoff. Ach, 25. Boah, ich muss jetzt auf 25, das ist... Warte mal, Pit. Achso, man muss hier auch Wiedersehen sagen. Man kann nicht... Yep. Ich weiß nicht, ob man mit Escape einfach rauskam. Ich wollte jetzt nicht unfreundlich sein. Aber bei dir kann ich das mal probieren. Was darf es denn sein?
Nee. Man muss da schon das kriegen. Bis später. So, Sprengstoff 25 und 10 habe ich. Boah, da muss ich mal wieder gucken, ob ich da wieder Literatur habe. Ah, der Partylöwe. Falschen. Nee, Vertreterwoche. Sprache 10. Informatik im Team. Wissenschaft. Die Mentos. Die sind lecker. Waffenlos plus 10. Selbst ist der Mann. Reparieren plus 10. Können die nicht eine extra Kategorie haben, die Hefte? Das wäre viel besser. Ja, Partylöwe hatten wir schon. Atomcocktail. Arzttasche. Alle Körperteile wiederherstellen. Wert 330. Wir haben 6 Stück davon, mein lieber Mann. Ja. Da werden wir hier. Und das ist denn jetzt wieder abgelegt oder aufgehoben? Wieso hast du hier. Passiert aber nichts mehr, wenn ich E drücke, oder? Arzttaschen. Arzttaschen. Ne, passiert nichts. Ja, das heißt, wir müssen erst was anderes machen. Was? Ja, ja, wir müssen erst was anderes machen. Wir müssen leveln. Und da müssen wir ein Level. Guten Abend. Mein Gott. Da müssen wir ein Level abhaben und dann müssen wir hier hin zurück. Guten Abend. Da müssen wir. Jetzt reicht. Geh rein da. So, also wir müssen jetzt nach Prim. Wenn wir in Prim sind, dann müssen wir da irgendwie zu dieser Mojave-Station da Postdings und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wenn wir gelevelt haben und wir kommen hier auf Dynamit 25, dann kommen wir zurück und dann können wir den Pete überzeugen. Den Arzt können wir auch noch, aber erstmal bleiben wir jetzt hier. Wir hau dich doch. Ich halte Ausschau nach den Pulverbanditen und treffe Sie und Ringo, wenn es an der Zeit ist. Ja, leider, da war noch ein bisschen. Also, ich muss da Prim. Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Okay. Prim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Okay. Kaum zu verfehlen. RMK-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Mach ich. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Das sag ich dir. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Okay. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Okay. Das, gut. Dann, jetzt werden wir dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Oh, hallo Handy. Also wir gehen jetzt noch zum Doktor. Mal gucken, was der noch will. Ist ja. Ich glaube nicht, dass er schläft. Ich glaube, hier schläft nie irgendjemand. Ist auch kein Thema. Also hier müssen wir Sprengstoff erstmal hoch haben ein bisschen. Dann kommen wir wieder zurück. Und hier. Also hier jetzt. Reden wir mit dem Doktor. Wo ist er? Hallo Doki. Da ist er. Ja, du wolltest dich doch nicht hinlegen, oder? Willkommen zurück. Hi, Doki. Ich nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Schon wieder die Taschenlampe aus. Was kann ich aus. Für Sie tun? Die Stadt wird bald von Banditen angegriffen. Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Ja, immer. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Nee. Aber du sollst ja auch nur. Meine Vorräte sind mager. Ja. Aber ich gebe ihnen, was ich entbehren kann. Ja, guck mal, das ist ja schon mal gut. 3 Stimpacks abgeschlossen. Super. Ach, ich will nicht wissen. Schön vorsichtig jetzt. Ja, ich muss jetzt nach Prim. So, schon wieder war das Licht aus. Wieder war der dunkel im Gesicht. Der Mann. So. Das heißt also, Sprengstoff 25 müssen wir haben. Vorher brauchen wir nicht wiederkommen. Oder wir müssen ein schlaues Magazin finden oder irgendwie sowas. So, jetzt müssen wir nach Prim. Daten. Cutte. Also die Quelle. Der Canyon Wrack. Da ist Prim. Also die Straße lang und dann rechts und dann kommt Prim irgendwann. Nein, so nicht. Wir haben ja gehört, dass da Dings ist, die Achterbahn. Also bitte. Was ist denn das für eine scheiß Musik?
Das ist aber doch nicht unser Dingens. Radio New Vegas, tatsächlich. Hat Ihr Leben eine Wendung genommen? Nein. Bedrücken Sie Sorgen? Nein. Hat das Glück Sie im Stich gelassen? Okay. Howdy. Howdy. Mein Name ist Jack Masterson. Ich bin Karawanenführer der Happy Trails Karawanenkompanie. Super. Eigentlich sind nur zwei wirklich Radiosender hier, ne? Der und der. Naja. Gott sei Dank, der Lied ist Ende. Ganz besonders wunderbar aus. Danke. Wir bringen weitere Gleich, wohl gerne. Nach unbestätigten Berichten hat RNK-General Lee Oliver... Achso, wir können das doch markieren hier, oder? Wie war das? Um am Hoover-Damm Präsenz zu zeigen. Ja, da. RNK-Quellen zufolge habe ich den Ort noch nicht entdeckt, aber ich kann ihn noch markieren. Ja, genau. Oberste militärische Priorität. Da. Also dieses nicht ausgefüllte, Pfeilding ist ein Ort, der markiert ist. Okay. Offizielle Stellen der RNK bitten um Spenden. Natürlich. Das heißt doch immer, keine Nachrichten seien gute Nachrichten. Genau. Aber ich finde, wenn es das denn, eine zerbeulte Blechdose. Wenn das so wäre. Die ist ja super. Diesen nächsten Song, den widme ich ganz Ihnen. Danke. Ah, das scheint doch schon prim zu sein da hinten, oder? Da? Da, das Örtchen da? Wir gehen gucken. Prim, wir kommen prim rechts rum. Na siehst du. Wieso soll ich denn ein Schlückchen nehmen aus der Vault 13 Kantine? Der ist ja wohl mal Quatsch. Wo soll denn das gut sein? Oh, guck mal hier, geiles Auto, wa? Ach, ist das heftig gut. Das ist so geil. Warte mal. Wir brauchen ja wieder ein Dingens. Ein Bild für, genau. Für ein Dingens. Für bei YouTube, mein Gott. Genau. Machen wir nochmal, ne? Wir hatten nämlich kein Licht gerade. Entschuldigt, wenn ich sowas auch noch mache, aber ihr wisst ja, wie das ist. Musamus? Wir wollen doch ein vernünftiges Dickens haben. Wie heißen die denn? Diese kleinen Bilderchen. Meine Fresse. Ey, mein Gedächtnis ist echt langsam. Lässt es nach. Naja, also ich werde mir hier dann das Bild, werde ich mir hier rausholen aus dem Video und dann, ja, dann und dann habe ich es. Weil ihr dann habt. Da war was. Hier muss doch irgendwo was Rotes sein. Wir müssen mal kämpfen, sonst werden wir ja nie leveln. Oh, hi, howdy. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte im Blickbock können Sie diese direkt aufsuchen. Das ist ja super. Hi. Aua. Boah, was seid ihr bescheuert? Ihr habt ja wohl einen Knall, oder? Aber die sind nicht rot. Ach, hier sind Fallen. Ey, die haben hier Fallen hingelegt. Das ist ja mal geil. Aua. Da muss man ja gucken hier. Die haben hier Minen. Und ich wollte nur mit euch reden. Hi. Verdammt, schon wieder keine Kippen mehr. Oh, das tut mir leid. Gesetzeshüter können sich bei mir auf einen harten Kampf einstellen. Super. Und bei dir? Verdammt, schon wieder keine Kippen mehr. Ach, das ist ja mal ganz ein neues. Was kotzen Sie denn so? Ja, ich hab Kippen. Verdammt, schon wieder keine Kippen mehr. Ich glaube nicht, dass wir Freunde werden. Das scheinen, ja, das sind die Pulverbanditen. Ihr braucht nicht mehr viele Kippen. Bald, ne? Kann ich die mitnehmen oder das klauen? Okay. Meine Fresse. Ach. Ja, die. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mir mein Leben erhöht habe. Weil ich zu doof bin, zu gucken, wo Bomben sind. Oder Tretminen oder so ein Scheiß. Nicht der Opa wieder. Mann. So. Naja. Ja, dann sind.
Oh, Radioaktivität. Oben rechts, seht ihr das? Plus 1. Hier ist irgendwas Radioaktives. Ach, hier, da. Guck mal hier. Na, dann lass uns mal hier abhauen vielleicht. Ist vielleicht besser. Da. Diese doofe Pfütze war das. Toll. Ja, oh, da unten ist ein Gecko. Ach komm, wenigstens noch ein Kampf, ey. Wir haben schon 2 Folgen, kein Kampf. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Ja. So nicht, mein Freund. Ich habe ein wirklich gutes Messerchen. Ist hier noch was rot? Nö. War der tatsächlich alleine? Man läuft schneller ohne Waffe. Wie in allen Fallout-Teilen und Skyrim-Teilen. Skyrim-Teile gibt es ja so viele. Sind ja ganz berühmte Skyrim-Teile. Da war noch was. Komm. Wir müssen mal ein bisschen Punkte machen. Ach, da ist nur so ein Fliegen drin. Und dann auch noch radioaktives Wasser wahrscheinlich, oder? Ich gehe mal ein bisschen nach. Ich muss nicht da durchlaufen. Ja. Besser als 10-mal drauf schießen wie im ersten Teil. Leer? Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Auch noch leer. Ja, und da ist die Achterbahn. Und dann ist das auch Prim. Hier kriegt man so tolle Sachen wie Primmeln. Cool, Kaktus nehmen. Danke. Obwohl, ja. Also wie gesagt, das Craften werden wir wahrscheinlich einigermaßen vernachlässigen. Habt ihr gesehen, ja, ne? Wir kriegen TP1 oder mal 2 zurück oder dieses Heilpulver. Das hält dann eine Zeit lang, aber das lohnt sich kaum. Nicht, wenn man der Herrscher der Tastatur ist. Und sich mal eben so reparieren kann. Prim entdeckt. 11 Erfahrungspunkte. Na, guck. Das sieht doch gut aus. Man kann es ja mal mitnehmen. Vielleicht kann man es ja verkaufen. Man weiß ja nie, ne? Ich meine, Platz haben wir ja. So ist es ja nicht. Naja. Guck mal hier. Nix. Super. Guck mal hier. Nix. Ach so. So. Ja. Wir sind hier drüben. Noch ein Lager. Da kommt einer. Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. Ach. Was geht denn in Prim vor sich? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Ja, nun. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Das wissen wir Außerdem doch. Machen auch noch 2 Raider-Stämme die Gegend hier unsicher. Ja. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Nein, das will ich nicht. Sollten Sie nicht die Stadt beschützen oder sowas? Ja, zum Beispiel. Würden wir gerne. Aber sie gehören nicht zur RNK. Und ach selbst so. Dann wären wir nicht in der Lage, sie zu beschützen. Ah ja, ihr seid ja toll. Und warum nicht? Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Ja. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Super. Willkommen zurück zur Mr. New Vegas Show. Also ich soll wohl hier bleiben. Okay. Naja. So, ihr Lieben, ja, wie es weitergeht und wie wir dann doch noch endlich in Prim reinkommen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Opa Henry. Tschüss.